Und hier kann man dann ganz genau sehen, was bestellt wurde. Und zwar sehen wir hier bestellte Produkte. 6 Stück wurden bestellt über meine Links und insgesamt für einen Bestellwert von 72,78 Euro. Online Geld verdienen mit Amazon. In diesem Video erfährst du die Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie du es schaffen kannst, als Anfänger mit Amazon Geld zu verdienen. Auf Amazon kann man nicht nur Geld ausgeben, sondern auch Geld verdienen. Deswegen erfährst du in diesem Video, wie du Amazon-Partner werden kannst, wie du eigene oder auch fremde E-Books schreiben und verkaufen kannst und wie du bis zu 70 Euro am Tag mit Amazon verdienen kannst. Schau dir dieses Video komplett an, nur so lernst du alles. Wenn du genau wissen willst, wann was erklärt wird, findest du dazu in der Videobeschreibung sogenannte Timesteps. Beispielsweise, wie du Amazon-Partner werden kannst, erfährst du ab Minute 3:30. Wie du das und das lernen kannst, erfährst du ab Minute 7 und so weiter und so fort. Damit du, wie gesagt, alles verstehst und auch selbst 70 Euro am Tag verdienen kannst, schau dir dieses Video komplett an. Viel Spaß dabei und abonniere diesen Kanal, um weitere Videos zum Thema Geldverdienen im Internet nicht zu verpassen. Online Geld verdienen mit dem Amazon Partnerprogramm. Und zwar, das Amazon Partnerprogramm bietet viele, viele Vorteile. Und zwar musst du wie erstmal wieder natürlich die Trends nutzen, die angesagt sind. Da kannst du wieder mit der Keyword-Recherche vorgehen, zum Beispiel nach Google Trends suchen oder auch suchen, was auf Amazon am besten verkauft wird. Das kannst du einfach eingeben bei Google und dann kannst du diese Produkte dann finden, die natürlich auch zu deinem Thema passen müssen. Du kannst deine Links mit sozialen Medien verknüpfen. Das werde ich dir gleich anhand eines konkreten Beispiels von mir zeigen. Du kannst deine Links mit einem Blog verbinden, wenn du beispielsweise einen eigenen Blog hast. Zu diesem Thema haben wir ja auch hier ein Video in diesem Kurs. Dann kannst du Links in diesen Blog setzen, die von Amazon kommen und damit auch Geld verdienen. Du kannst Links zu deiner Homepage hinzufügen, wenn du eine Homepage hast. Dazu werden wir auch noch ein Video machen in diesem Kurs. Dann kannst du die Links zu deiner Homepage hinzufügen und damit Geld verdienen. Dieses Video ist Teil des Kurses Online Geld verdienen. In diesem Kurs erkläre ich dir von A bis Z, wie du es schaffen kannst, im Internet Geld zu verdienen und was du beim Thema Steuern, Finanzamt etc. beachten musst. Als Abonnent dieses Kanals erhältst du 20% Rabatt auf den gesamten Kurs mit dem Code YouTube20. Der Link dafür in der Videobeschreibung. Du hast einen Profi-Tipp noch von mir hier. Du kannst eigene Produkte, zum Beispiel wenn du über Amazon KDP ein E-Book schreibst und veröffentlichst, kannst du es selbst bewerben und doppelt verdienen. Das heißt, du erhältst eine Provision dadurch, dass du es bewirbst und weil es ja dein E-Book ist, verdienst du auch noch am Verkauf mit. Das habe ich auch gemacht und das werde ich dir gleich zeigen, wie das aussieht. Wenn ein Kunde über deinen Link auf Amazon gelangt, erhältst du für jeden weiteren Kauf eine Provision von bis zu 12%. Ein ganz einfaches Beispiel, das werden wir gleich auch nochmal live sehen, aber ich erkläre schon mal so viel, wenn du zum Beispiel eine Website hast, beziehungsweise einen Blog über Hunde. Und dann hast du auf diesem Blog einen Link zu einem Hundehalsband beispielsweise. Und der Käufer bzw. der Blogzuschauer, der gerade online ist auf deinem Blog, der klickt dann da drauf und dem gefällt dieses Hundehalsband aber nicht. Aber er ist jetzt auf Amazon und ihm fällt ein, ah, okay, ich bräuchte noch zum Beispiel eine Handyhülle und kauft sich dann die Handyhülle. Weil der Käufer dann über deinen Link auf Amazon gelangt ist, erhältst du dann trotzdem für die Handyhülle 10% bis 20 bis 12% Provision. Das heißt, du verdienst daran mit, nur dass du ihn auf Amazon geleitet hast. Weil Amazon ist dankbar, ist dir dankbar für jeden Kunden und für jeden Interessenten auf der Website. Und da du den Kunden quasi für Amazon akquiriert hast, beziehungsweise ihn zum Kaufen, ja, angespornt hast, dadurch will dir Amazon danken und zahlt dir eine Provision. Schau dir dieses Video an und mach einfach eins zu eins die Schritte nach und dann kannst auch du mit Amazon online Geld verdienen. Und zwar starten wir direkt, ohne groß weiter Zeit zu verlieren. Wir müssen uns erstmal bei Amazon anmelden. Wenn wir ein neuer Kunde sind, starten wir hier. Wenn wir bereits ein Amazon-Konto haben, drücken wir hier auf Anmelden. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass wir noch kein Konto haben. Das heißt, wir starten hier und erstellen uns hier erstmal ein Amazon-Konto. Das könnt ihr hier einfach machen, Passwort etc. eingeben und dann habt ihr euer Amazon-Konto. Ich habe jetzt einfach mal ein Testkonto erstellt und zwar Amazon-Test und dann fangen wir direkt an. Und zwar, wir haben jetzt hier unser Amazon-Konto, sind jetzt in Amazon eingeloggt. Was wir als nächstes machen, wir suchen nach dem Amazon-Partnerprogramm.
Partnerprogramm. Und zwar das Amazon PartnerNet. Dazu geben wir partnernet.amazon.de ein und kommen dann auf diese Seite hier. Was wir jetzt machen, wir sehen hier schon, verdiene bis zu 12% mit dem Amazon Partnerprogramm. Das heißt, wir registrieren uns hier kostenlos. Klicken hier drauf und geben hier erstmal unsere Daten ein. Name des Zahlungsempfängers, Adresszeile, Stadt, Bundesland, Postleitzahl, Telefonnummer etc. Und ganz wichtig ist dieser Punkt hier. Ist die oben genannte Person Zahlungsempfänger? Weil Amazon überweist dir dann am Ende das Geld. Deswegen müssen diese Angaben korrekt sein. Also nicht irgendwelche Daten hier ausdenken, weil dann geht das Geld womöglich an eine falsche Person oder an gar keine Person, wenn ihr hier einfach irgendwelche ausgedachten Daten eingebt. Ich glaube, man kann sich auch gar nicht mit falschen Daten registrieren. So, dann ganz wichtig noch, unterliegt der Zahlungsempfänger der Steuergesetzgebung der Vereinigten Staaten? Da ganz klar einfach Nein ankreuzen, wenn man nicht aus den Vereinigten Staaten kommt. So, und jetzt gehen wir mal davon aus, dass du das Ganze eingegeben hast, dann kommen wir zum nächsten Punkt. So, und hier sind wir auch schon beim zweiten Punkt, und zwar Webseite und mobile App-Liste. Das heißt, hier müssen wir dann unsere Website eingeben, wenn wir eine haben, oder eben andere Internetseiten, in denen wir dann die Links, die wir später erhalten werden von Amazon, posten werden. Wichtig ist hierbei, die Webseiten, die wir hier eingeben, die müssen auch uns gehören. Das heißt, du kannst jetzt nicht irgendeine Website, zum Beispiel google.de, eingeben hier, sondern es muss wirklich deine sein. Im Idealfall hast du eine eigene Website oder du gibst einfach zum Beispiel deine Facebook-Seite an, deine Instagram-Seite, weil jeder hat ja heutzutage irgendein Social-Media-Profil beziehungsweise ist in den sozialen Medien aktiv, dann gibst du ja einfach ein. Zum Beispiel jetzt, wenn du meinetwegen Tim Müller heißt und deine Instagram-Seite zum Beispiel Instagram/Tim.Müller ist, dann gibst du das eben hier ein. Oder du gibst einfach auf deine Facebook-Seite und gibst dann halt Facebook Tim Müller ein. Je nachdem, was für ein Link hier oben drin steht bei dir, du loggst dich einfach ein in Instagram oder Facebook, gehst auf deine Seite und kopierst diesen Link hier oben, der dann kommen würde, und kopierst ihn dann hier rein. Das ist dann quasi deine Website. Wenn du das gemacht hast, klickst du hier auf Weiter. Ist natürlich jetzt hier falsch, weil wir uns die ausgedacht haben, aber gib da einfach eine Seite ein, die dir gehört, oder ein Social Media Profil, was du dir selbst angelegt hast. So, wenn du das dann gemacht hast, deine Website oder deine mobile App-Liste eingefügt hast, dann kannst du hier eine Partner-ID erhalten. Das heißt, du bekommst einen persönlichen Codenamen, den du dann erhältst. Beziehungsweise du kannst ihn dir selbst aussuchen. Beispielsweise nehmen wir jetzt mal Test Amazon einfach wieder. Und das Ganze ist deshalb wichtig, weil später werden wir dann verschiedene Produktlinks erhalten. Und dann wird da beispielsweise eine Waschmaschine.amazon.de ist dann die Adresse zu einem Produkt, beispielsweise eine Waschmaschine, und dann wird da /Test Amazon, dann dein Name stehen, dass Amazon weiß, dass dieser Kunde von dir kommt. Deswegen geben wir jetzt einfach mal ein Test Amazon und dann haben wir hier nochmal die Webseiten. Was wir jetzt hier sehen, wir müssen die Website noch beschreiben. Das ist in diesem Fall halt eine Facebook-Seite. So. Was wir als nächstes machen müssen, wir müssen uns hier die Kategorien anschauen. Das heißt, wir können hier gucken, haben wir eine Kategorie Auto, Motor, Transport, Bekleidung, Schuhe, Schmuck, Bildung, Schule, Nachrichten etc. Wir müssen uns einfach schauen, in was für einer Kategorie wollen wir denn aktiv sein. Und da gibt es einen ganz wichtigen Tipp, weil nicht jede Kategorie bringt gleich viel Geld. Dazu schauen wir uns mal diese Seite an, und zwar Geld verdienen mit Amazon. Und hier können wir genau sehen, wie viel Geld wir erhalten für welche Produktkategorie. Wir sehen hier schon, das schwankt ganz schön von 1% bis
10%. Und dann müssen wir uns einfach anschauen, welche Produkte bringen am meisten Geld. Und wir sehen hier, Fernseher, Heimkino, Smartphones bringen am wenigsten Geld, nämlich nur 1% des Verkaufspreises. Videospiele, Videospiel-Downloads, Schmuck, Gepäck, Schuhe, Uhren bringen 10% Geld an, beziehungsweise 10% an Provisionen, die wir dann erhalten. Deswegen suchen wir uns hier jetzt einfach mal, weil es eben 10% gibt, suchen wir uns jetzt einfach mal Schuhe aus als Beispiel hier. Und wir schauen, wo gibt es Schuhe, Bekleidung, Schuhe, Schmuck. Können wir hier noch weitere Kategorien eingeben, das lassen wir jetzt aber mal. Hier müssen wir dann nochmal die Kategorie eingeben, nochmal Kleidung, Schuhe, Schmuck. Und ja, das ist ja eigentlich selbsterklärend. So, dann müssen wir einfach schauen, was man für Webseiten hat. Wenn ihr jetzt eine eigene Website habt, dann könnt ihr vielleicht sowas wie ja, E-Mail-Marketing, Bonusprogramme etc., Suchmaschinen, andere eingeben. Aber wir gehen jetzt mal davon aus, dass du als normaler Durchschnittsbürger das mit sozialen Netzwerken machst. So, Haupteinnahmequelle können wir dann hier eingeben. Es wirkt jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert, allerdings ist es gar nicht so kompliziert. Und zwar fangen wir einfach mit den Affiliate, beziehungsweise du willst wahrscheinlich, wenn du noch nichts von diesen Sachen machst, nutzt du ausschließlich das Partnerprogramm, denke ich mal, als Anfänger. Du kannst dann hier noch ja, gucken, wie du die Website erstellt hast. Wird wahrscheinlich für dich dann nicht zutreffen, wenn du einfach nur deine Social Media Netzwerke dann angibst. Deswegen, da hier trotzdem noch ein Stern ist, gibt man dann einfach irgendwas hier ein, weil das ist auch nicht weiter relevant. Hier kann man auch gucken, wie man darauf aufmerksam geworden ist. Hier ist es dann beispielsweise ja, ein Blogbeitrag oder Recherche im Internet oder eben die Amazon-Seite selbst. Dann gibst du hier nochmal den allseits bekannten Code ein und dann geht es eben weiter zum nächsten Punkt, wie man das Ganze dann jetzt auch nutzen kann. So, das war's auch schon mit der Anmeldung. Herzlich willkommen, Amazon-Test. Wir können das Ganze jetzt hier nutzen. Unsere Partner-ID ist diese hier und die wurde jetzt auch schon von Amazon genehmigt. Checkt die Links in der Beschreibung aus, dort könnt ihr ein gratis Online-Training zum Thema Geld verdienen im Internet besuchen oder auch ein kostenloses Beratungsgespräch in Anspruch nehmen. So, und hier sind wir auch schon jetzt in unserem Amazon Partnernet-Konto und hier steht nochmal, ja, die Auszahlung müssen wir jetzt hier die Auszahlungsinformationen eingeben, das heißt eure Kontonummer etc. müsst ihr hier eingeben. Das machen wir jetzt ja nicht, weil es hier eine Test-E-Mail ist, beziehungsweise ein Test-Account. Und hier sehen wir, würden wir dann sehen, wie viel wir pro Tag und pro Monat verdienen. Und wie wir jetzt damit Geld verdienen, das zeige ich jetzt. Und zwar, wir gehen hier auf Produktlinks erstellen. Und dann geht das Ganze folgendermaßen. Wir suchen uns jetzt mal ein Produkt aus. Wir haben hier ja gesehen, dass wir für, ja, zum Beispiel Kleidung oder Schmuck oder auch Uhren oder Schuhe 10% an Provision bekommen. Das heißt, wir suchen jetzt einfach mal nach Uhren. Hier kann man dann auch ganz klar eingeben, wonach man die Ergebnisse sortieren soll, und zwar nach besten Ergebnissen, nach Preis aufsteigend, Preis absteigend etc. Gehen wir mal ein, Preis absteigend. Das heißt, es kommen die teuersten Uhren zuerst. Wir haben hier eine Uhr für 13.000 Euro. Und ja, geben wir mal ein Kundenbewertung. Das heißt, oben sind die am besten bewerteten Uhren. Und da haben wir diese hier von Tommy Hilfiger für knapp 140 Euro. Runtergesetzt von 190 Euro. Und jetzt müssen wir einfach nur Folgendes machen. Wir klicken hier rauf. Und bekommen dann diesen Link hier. Der ist ziemlich lang, deswegen können wir den hier kürzen. Jetzt haben wir diesen Link hier. Den können wir jetzt kopieren. Und jetzt müssen wir diesen Link einfach nur irgendwo hinposten. Beispielsweise, wir geben ihn jetzt mal ein. Und schon kommen wir zu dieser Uhr. Dadurch, dass es unser Link ist und wir diesen Link jetzt irgendwo hingepostet haben und Leute jetzt hier raufklicken und diese Uhr kaufen, geben sie 149 Euro aus. Da wir dadurch, dass wir
die Produktkategorie Uhren gewählt haben, 10% davon bekommen, bekommen wir jetzt 10% von dieser Uhr, also 14 Euro knapp, bekommen wir dann, beziehungsweise 13,90 Euro bekommen wir dann hier auf unser Konto gutgeschrieben. Und das Ganze nur, weil wir eben den Link gepostet haben. Ja, so einfach funktioniert das Ganze. Und ich werde jetzt hier nochmal erstmal diese Sachen hier schließen. Und dann noch weitere Sachen jetzt erklären. Und zwar, wichtig ist auch auf jeden Fall, dass ihr, wie gesagt, auf die Kategorie guckt, weil es lohnt sich kaum bei 1%. Natürlich sind jetzt Fernseher teurer und da würdet ihr beispielsweise dann, ja, wenn ihr dann Fernseher verkauft für meinetwegen 1000 Euro, was natürlich schon echt viel Geld ist, bekommt ihr dann halt 10 Euro dafür. Ist jetzt nicht so viel Geld, aber besser als nichts. Deswegen würde ich erstmal schauen, dass ihr in diese Kategorie kommt. Bei 10%, da lohnt es sich auf jeden Fall schon deutlich mehr. Und das Gute ist, man kann es hier mit wirklich jeder Kategorie machen. Was auch nochmal interessant ist, man kann auch Provisionen bekommen. Zum Beispiel, es gibt ja Amazon Music. Geben wir einfach mal ein Music. Genau. Und da gibt es dann solche Sachen wie, ja, ein Abo etc. Wenn man dann hier rauf geht, das kürzt und das Ganze mal hier eingibt, dann kann man sich hier registrieren und erhält dann beispielsweise jeden Monat, wenn der Käufer dann beispielsweise jeden Monat 10 Euro bezahlt, erhält man dann 1 Euro automatisch jeden Monat und nur dafür, dass man diesen Link gepostet hat. Und wie das jetzt aussieht, wenn man das eine Zeit lang macht, das werde ich jetzt zeigen. So, und zwar habe ich jetzt mal einen zufälligen Tag rausgesucht und wir sehen hier, das war der 11.2. und an diesem Tag habe ich knapp 5 Euro, also 4,75 Euro verdient. Es wurde ein Umsatz erzielt von knapp 68 Euro, das heißt, ich habe ungefähr, schätze ich mal, 8% Provision erhalten. Und hier kann man dann ganz genau sehen, was bestellt wurde. Und zwar sehen wir hier bestellte Produkte. 6 Stück wurden bestellt über meine Links und insgesamt für einen Bestellwert von 72,78 Euro. Das kann man dann ganz genau nachvollziehen hier. Und zwar wurde zweimal dieser Magnet Schnepper, was auch immer das ist, wurde bestellt. Explosionsschutz, Klebeshop etc. wurde hier alles bestellt. Hier können wir genau sehen, für wie viel Geld, wie viel Umsatz damit generiert wurde und wie viel man dann dafür bekommt. Man denkt sich jetzt, ja okay, 5 Euro pro Tag, das ist ja nicht viel. Allerdings müsst ihr bedenken, ich habe nur diesen Link dahin gepostet. Ich habe nur diesen Link gepostet. Und dadurch, dass Leute darauf klicken, verdiene ich Geld, ohne quasi aktiv was zu machen. Und das Gute ist, das habe ich eben gar nicht erwähnt, wenn man jetzt auf diesen Link klickt, beispielsweise diesen Tommy Hilfiger Link zu dieser Uhr, den ich gepostet habe, und jetzt im Amazon-Konto ist und dann sich denkt, okay, ich brauche aber noch eine Waschmaschine oder einen Waschmaschinenschrank und sich jetzt diesen Link hier, also diesen Waschmaschinenschrank dann besorgt, dann erhalten wir trotzdem, weil wir über den Link in die App gekommen sind, erhalten wir trotzdem Provision dafür. Das heißt, wir verdienen an diesen Einkäufen, die über unsere Links getätigt werden, verdienen wir mit. Und das ist wirklich ein ganz großer Vorteil und das Ganze kann ich auch beweisen, weil ich, wenn ich diese Produkte hier sehe, Magnetschnepper, ich habe ja nicht diese Produkte beworben. Ich habe ganz andere Produkte in meine Links gepackt und dadurch, dass die Leute dann gedacht haben, okay, ich brauche noch verschiedene andere Sachen, haben sie das dann bestellt. Und ich habe jetzt dadurch, dass eine unbekannte Person, man weiß natürlich nicht, wer es bestellt hat, dieses hier gekauft hat, nachdem sie über Amazon in meinen Link, über meinen Link in Amazon gegangen ist, habe ich an dieser Person 1,20 Euro verdient. Und an einer anderen Person, die dann hier das hier gekauft hat,
Hier dieses Klettband zum Nähen habe ich auch noch wieder knapp 1 Euro verdient. Und so weiter und so fort. Das heißt, ihr müsst nur dafür sorgen, dass Leute über euren Link auf Amazon gehen und dann könnt ihr quasi daran verdienen. Der Vorteil ist auch, man kann es auch bei sich selbst nutzen. Das heißt, wenn beispielsweise ihr selbst was bei Amazon bestellen wollt, dann gebt ihr einfach den Link ein, klickt darauf und dann verdient ihr an euren eigenen Einkäufen mit. Es ist zwar jetzt nicht so viel, allerdings ist es besser als nichts. Oder auch wenn Bekannte von euch irgendwas bestellen wollen, dann könnt ihr ihnen den Link schicken. Und der Vorteil ist, die Leute, die bestellen zum gleichen Preis. Also es wird jetzt nicht teurer, nur weil sie über euren Link kaufen. Ihr habt da quasi nur die Vorteile von, dass ihr die Provision erhaltet, ohne wirklich irgendwas dafür zu tun. Und ja, das ist ganz schön, dass nebenbei einfach so Einnahmen einkommen. Das Einzige, was ihr halt machen müsst, habe ich jetzt auch schon am Anfang erklärt, ihr müsst nur den Link hier erstellen, posten. Und das war's eigentlich. Und ja, so einfach könnt ihr dann online mit Amazon Geld verdienen. Checkt die Links in der Beschreibung aus. Dort könnt ihr ein gratis Online-Training zum Thema Geld verdienen im Internet besuchen oder auch ein kostenloses Beratungsgespräch in Anspruch nehmen. Und ja, das war's soweit mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Dieses Video ist Teil des Kurses Online Geld verdienen. In diesem Kurs erkläre ich dir von A bis Z, wie du es schaffen kannst, im Internet Geld zu verdienen und was du beim Thema Steuern, Finanzamt etc. beachten musst. Als Abonnent dieses Kanals erhältst du 20% Rabatt auf den gesamten Kurs mit dem Code YouTube20. Der Link dafür in der Videobeschreibung. Wie das in der Realität aussieht mit den sozialen Medien, zeige ich dir anhand eines YouTube-Videos von mir. So, wir sind jetzt hier in einem YouTube-Video von mir. Das ist mein Kanal und ich klicke mal hier in die Beschreibung. Und hier können wir schon sehen, ich habe hier die Grundlagen der Ernährung, mein E-Book habe ich verlinkt. Das heißt, ich klicke mal drauf. Und das war genau der Tipp, den ich eben meinte. Hier, das ist mein Buch zur Ernährung, die Grundlagen der Ernährung, fit und schlank. Das ist mein E-Book über Ernährung. Und das habe ich hier drunter verlinkt. Und dadurch, dass ich diesen Link da eingefügt habe, kriege ich jetzt 10% von diesem Verkaufspreis. Also ich würde jetzt theoretisch hier mit 40 Cent verdienen, wenn sich jemand dafür interessiert und das kauft. Aber weil es ja sowieso schon mein Buch ist, erhalte ich sowieso den Preis, also verdiene ich quasi doppelt. Und das ist natürlich jetzt hier ein geringer Preis, 5 Euro. Wenn du höhere Produkte anbietest, zum Beispiel bis zu 100 Euro, verdienst du nochmal viel mehr. Und wenn du jetzt beispielsweise denkst, okay, ich brauche noch, ja, wie gesagt, in unserem Beispiel eine Handyhülle und jetzt auf Amazon bist, dann denkt sich dein Käufer bzw. dein Interessent, oh, ich brauche jetzt noch andere Sachen, eine Handyhülle zum Beispiel, diese hier für 25 Euro, dann kauft er die und du erhältst dann wieder 10% Provision und würdest in diesem Fall dann hier 2,50 € einfach so bekommen, nur dadurch, dass er auf den Link geklickt hat. Also eine echt gute Methode. Und wie gesagt, man kann hier in diese Videobeschreibung mehrere Links packen. Ich habe hier auch noch Affiliate-Links zur Digistore24, wie du hier siehst, oder auch zu anderen Affiliate-Netzwerken. Aber das werden wir alles im Kurs bzw. im Video zum Affiliate-Marketing besprechen. Das ist sehr, sehr gut. Und hier kannst du alle möglichen Sachen nutzen: Kamera, Whiteboard, Mikro etc. Zum Beispiel habe ich hier noch, wie gesagt, die Kamera verlinkt. Und bei solchen Produkten, die sind natürlich schon deutlich teurer hier, 360 Euro, da verdient man dann deutlich mehr Geld als mit billigeren, günstigeren Produkten. Deswegen immer teurere Produkte wählen, weil dadurch verdient man, wie gesagt, mehr Geld. Und ja, so kann man das nutzen. Das kann man natürlich auch auf seine Website posten, diese Links, oder wie gesagt auf Instagram, YouTube etc. Auf allen sozialen Medien und auf allen Internetplattformen sind Amazon-Links möglich und auf jeden Fall sinnvoll angebracht. Geld verdienen mit Amazon KDP. Eine weitere Möglichkeit, online Geld zu verdienen, ist es, mit E-Books über Amazon KDP Geld zu verdienen. KDP steht für Kindle Direct Publishing und ermöglicht dir, völlig kostenfrei deine E-Books zur Verfügung zu stellen und im Kindle Store anzubieten. Dabei kannst du eigene E-Books schreiben oder auch fremde, nicht geschützte Werke verwenden. Das Wichtige ist dabei, dass du Werke verwendest, wenn du fremde Werke verwendest, die kein Copyright haben oder abgelaufene Copyrights. Viele wissen nämlich gar nicht, dass Copyrights irgendwann ablaufen. Und bei älteren Büchern bzw. auch älteren Zeitschriften etc.
kann dies auch mal vorkommen. Die richtigen, für den Käufer relevanten Themen sind wichtig. Schreibe nur über spannende Themen, die wirklich relevant für die Zielgruppe sind. Informiere dich da vorher, was wichtig sein könnte. Und ein weiterer Vorteil ist, du brauchst kein Startkapital. Wie das Ganze jetzt in der Praxis aussieht, das erzähle ich dir jetzt in dem folgenden Video. Und zwar gibst du einfach KDP ein und drückst hier auf diese Seite. Dann können wir erstmal die Seite hier übersetzen und je nachdem, ob du ein Amazon-Konto hast oder noch keins hast, loggst du dich hier ein oder meldest dich hier an. Wir melden uns jetzt mal hier an und dann kannst du hier unten dein KDP-Konto erstellen. Das machst du dann einfach hier, gibst deine Daten ein und erstellst das Konto. Das Ganze habe ich natürlich schon gemacht und dann zeige ich dir mal, wie das dann aussieht. So, wir sind jetzt hier bei Amazon KDP angemeldet und hier können wir dann genau das Bücherregal sehen, Berichte sehen, Community-Beiträge, KDP Select. Was wir jetzt machen müssen, wir müssen jetzt unseren neuen Titel erstellen. Wir starten hier jetzt mal und können hier erstmal auswählen, wollen wir ein Taschenbuch, also ein Buch, das gedruckt wird, aber wir wollen ja Geld im Internet verdienen, deswegen machen wir ein E-Book. Gehen wir hier rauf und melden uns hier an. Können dann hier genau eingeben, was die Sprache sein soll, Buchtitel, ob wir eine Serie haben, wer der Autor ist, Mitwirkende etc. Und können genau auswählen, für wen es sein soll, wie alt die Leute sein sollen, die es kaufen. Dann gehen wir auf Speichern und Fortfahren. So, und hier können wir dann über Berichte ganz genau sehen, wer, wo, wie, wann, was gekauft hat. Ist natürlich jetzt hier ein neuer Test-Account, deswegen sehen wir hier aktuell noch nichts. Allerdings, wenn wir dann hier unsere ersten Sachen veröffentlichen, kann man dann genau auch sehen, wo es verkauft wurde, auf Amazon.com, Amazon.de, Frankreich, Spanien, Italien, Niederlande etc. Und das zeigt uns auch ganz deutlich nochmal, wie unsere Zielgruppe ist. Beispielsweise kann man ja dann deutsche Bücher hochladen, wenn man mit diesem Prinzip verfährt, dass man andere Bücher, die kein Copyright haben, hochlädt, was natürlich auch eine Arbeit von einer halben Stunde ist, das dann hochzuladen. Oder wir machen uns eben die Arbeit und erstellen eigene Bücher, das ist natürlich deutlich mehr Aufwand. Und wir sollten dann bedenken, dass wir dann auch diese Bücher mit einem Copyright versehen. Kann man auf copyright.de machen. Und wie gesagt, wenn wir zum Beispiel ein englisches Buch hätten, dann können wir hier genau sehen, wer hat dieses Buch denn schon gekauft. Leute, die über Amazon.com gehen, das sind dann wahrscheinlich internationale, Amerikaner etc. oder Amazon.de, dann könnten wir sehen, okay, auch Deutsche haben Interesse an englischen Büchern. Die Formate haben wir hier auch noch E-Book oder Taschenbuch. Ich hatte ja im Beispiel eben E-Book genommen und hier kann man dann genau nochmal das Datum eingeben. Hier sehen wir genau dann die Zahlung. Ich hatte hier tatsächlich schon mal ein Testbuch hochgeladen und es direkt für 3 Euro verkauft. Also man hat hier genau aufgelaufene Tantiemen hatte ich mal hochgeladen. Das Ganze funktioniert also. Ich hatte hier tatsächlich mit diesem Testbuch 3 Euro Gewinn gemacht. Einfach nur, um zu gucken, ob es funktioniert, weil ich will dir ja hier in diesem Kurs nur Sachen zeigen, die auch funktionieren. Und ja, können wir uns eigentlich mal angucken. Das Ganze war schon zwischen dem 1. Dezember und 31. Dezember 2019. Das genaue Datum ist jetzt nicht angegeben. Allerdings sehen wir dann ja, es müsste ja eigentlich hier drin stehen in den letzten 90 Tagen. Genau, dort war es. Dort habe ich es dann verkauft für 3,99. Und ja, das Ganze funktioniert also. Und wenn ihr jetzt mehr Bücher hochladet etc., dann wird es auch mehr sein. Und wenn man beispielsweise den Aufwand sich anschaut, ein Buch pro Tag hochladen. Das Ganze verkauft sich vielleicht, ja, wenn du den Wert von 5 Euro beispielsweise hast, verkauft sich das Ganze, ich hole mal kurz den Taschenrechner raus. Du lädst jetzt ein Buch pro Monat hoch. Das heißt, du hast 30 Bücher pro Monat. Dieses Buch verkaufst du für 5 Euro. Das heißt, du hast
Wenn du ideal ein Buch nur verkaufst von jedem, hast du dann schon pro Monat 150 Euro. Jetzt gehen wir aber mal davon aus, dass jedes Buch pro Tag einmal verkauft wird, also nochmal 30. Dann hättest du mit Amazon KDP 4.500 Euro. Jetzt musst du bedenken, dass du 20% an Amazon abdrücken musst, also mal 0,8, weil du 80% vom Gewinn erhältst. Dann hast du 3.600 Euro mit Amazon verdient, nur dadurch, dass du fremde Bücher hochlädst. Und wichtig ist natürlich auch, wenn du jetzt englische Bücher hochlädst, dann hast du natürlich deutlich mehr Leute, die das kaufen können, weil deutlich mehr Leute Englisch sprechen als Deutsch. Also gehen wir mal von mal 2 aus, dann wären es schon 7.200 Euro pro Monat, was auf jeden Fall eine ganz gute Zahl ist. Und je nachdem, wie gut sich die Sachen verkaufen, kannst du hier dann auch analysieren, ja, was verkauft sich gut, was verkauft sich nicht. Und dann kannst du gewisse Bücher wieder rausnehmen und andere dafür reinsetzen. Also ein ganz gutes System hier und ziemlich interessant. Jobangebot im Homeoffice. Du suchst einen Job, der von zu Hause aus möglich ist, der gut bezahlt ist, 100 Euro Provision pro Abschluss, der online möglich ist, der zukunftsfähig ist. Du bist jemand, der motiviert ist, nach Leistung bezahlt werden möchte, auf der Suche nach einer neuen Herausforderung ist und jemand, der zukunftsorientiert ist. Dann gibt es ein Jobangebot, und zwar Vertriebsmitarbeiter auf Provisionsbasis werden gesucht. In der heutigen Zeit und in der Zukunft wird es wichtig sein, dass man lernt, online bzw. im Internet Geld zu verdienen. Genau deswegen haben wir ein solches Produkt entwickelt zum Thema Online Geld verdienen, und zwar diesen Kurs hier. In diesem Kurs wird den Kunden Schritt für Schritt erklärt, wie man Geld im Internet verdient und was bei den Themen Steuer, Finanzamt etc. beachtet werden muss. Die Aufgabe des Vertriebsmitarbeiters ist es, das Produkt an den Kunden zu bringen. Für jeden neuen Kunden erhält der Vertriebsmitarbeiter 100 Euro Provision. Bei nur einem Kunden pro Tag, das heißt eine vermittelte Kursmitgliedschaft, sind das 3.000 Euro an Einnahmen pro Monat bzw. innerhalb von 30 Tagen. Falls dich dieses Jobangebot interessiert, kannst du dich gerne direkt über Facebook bewerben oder deine Bewerbung an leonkramerbusiness@web.de senden. Die Arbeit ist von zu Hause aus möglich, es werden lediglich PC- und Internetzugang benötigt. Voll- oder Teilzeit ist ebenfalls möglich. Wie gesagt, Vergütung 100 Euro Provision pro Abschluss. Wir freuen uns auf dich.